Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich mach mal lieber direkt wieder Pause. Zu ohne wie Leder geht nix. Der, ja, nicht so schlaue Krillo hat nämlich hier die Kolonie geöffnet. Und deswegen kann man jetzt mit dem Schutzanzug hier rein und ohne Schutzanzug hier raus. Das macht natürlich beides so ganz viel Sinn nicht. Deswegen müssen wir das mal schnell wieder korrigieren, indem wir dich dorthin zurückschicken und dich dorthin und dich dorthin und müssen wir gleich mal schauen, wen wir dann sonst noch überall hier und da so gefunden haben. Ich glaube, wir lassen es einfach für den Moment mal, das wird sicherlich genau jetzt gebaut. So, und dann holen wir jetzt alle ohne Schutzanzug einmal zurück. Und müssten gleichzeitig ja auch mal eben schauen, ist hier irgendjemand mit Schutzanzug in der Kolonie? Aber so beim ersten Überfliegen kann ich niemanden sehen. Ich glaube, das ist so halbwegs erstmal gut gegangen. So, dann haben wir eine zweite dumme Aktion von mir. Ich habe nämlich noch nicht den Ziegel und den Lufterfrischer hier zerlegt. Was da natürlich bedeutet, die Leitung hier kann gar nicht gebaut werden für unser Salzwasser. Und dann wird das Ganze auch hier versorgt. Ja, der Teufel steckt eben häufig im Detail. So, dann muss ich mal eben schauen. Ihr habt mir nämlich geschrieben. Das waren übrigens zwei Hinweise von Kerstin. An dieser Stelle danke dafür. Dass ich wohl doch schon irgendwo Noshbeans ausgegraben habe. Frage ist, was haben wir hier denn noch? Ein Goldvulkan. Frage ist, wo das war. Beziehungsweise, was ich viel interessanter finde, wenn wir denn welche hatten, müsste ich doch irgendwo noch mehr finden, aber es gibt halt sonst nirgendwo mehr welche und das finde ich dann doch schon irgendwie mindestens ungewöhnlich. Weil ich kann wirklich alles absuchen. Nirgendwo. Gibt es welche? Hier ist auch nichts dabei. Nur von 6 an. Ich nehme das hier auf jeden Fall schon mal raus. Also für den Fall, dass wir welche bekommen nochmal und irgendwo. Ach so, vielleicht haben wir welche bekommen, dass die hier irgendwo als vergrabenes Objekt oder so drin waren. Weil ich sehe da auch keine. Seid ihr euch da wirklich sicher, dass wir die irgendwo hier schon gesehen haben? Habt ihr das vielleicht nicht mit der anderen Kolonie verwechselt? Weil es ist nicht so, dass ich jetzt gerade erst angefangen bin zu suchen. Ich habe auch schon vor der Aufnahme geguckt und nichts gefunden. Vielleicht haben wir ja Glück und der Biodrucker spuckt uns mal was aus. Das wäre natürlich ein Träumchen. So. Das hier müsste mal alles weg. Aha, okay. So, die können also beide schon mal nicht wachsen, weil sie nicht im Salzwasser stehen. Das können wir ja korrigieren, indem wir da Salzwasser reinkippen. Können wir hier rausholen.
Handpumpe dafür steht, ja. Warten wir mal eben ab, bis das passiert. Dann herauszufinden, ob was mit hydroponischen Farmen... Oh, Moment. Da liegt eine Noschbiene. Das ist ja lustig. Das ist ja sehr lustig. Aber warum wird die mir hier denn nicht angezeigt? Ah, jetzt wird sie angezeigt. 2 Stück. Das ist ja ein Ding. Okay. Gut, dann wollen wir mal eben wieder Pause machen. Weil wir müssen dafür natürlich einen Raum bauen, wo es sehr kühl ist. Noch kühler als hier. Minus 25 bis 0 Grad. Wo gehen, nehmen wir das dann mal in Angriff? Vielleicht hier. Ja, wir müssen so oder so dafür einen Raum bauen. Hier Felder ist hier. Wir brauchen dann eine hydroponische Farm. Da vorne kommt eine Stopp, nicht dort, sondern noch eins tiefer. Weil das können wir dann ja durchaus als Boden wieder nehmen. Hier vorne wollte ich, wie gesagt, eine Station haben und dann müssten wir es im Grunde so machen. Und dann können wir die beiden da einpflanzen. Um die Temperatur kümmern wir uns dann später. Mir geht es nur erstmal darum, dass wir die erhalten und nicht verbauen. Das ist ja... finde ich ja sehr lustig. Das hat schon gereicht, okay. So, hier sind 18,8 Kilogramm pro Zyklus. Interessant ist ja jetzt, dass scheinbar beide wachsen. Achso, die hier wird wahrscheinlich so mit Salzwasser versorgt. Ja, alles klar. Dann brauchen die aber auf jeden Fall auch Salzwasser in dem Feld. Dann sind's auf jeden, dann müssen wir das Ganze auf jeden Fall mit hydroponische Farmen bauen. Okay. Mehr wollte ich ja nicht wissen eigentlich. Dann bauen wir erstmal den Boden. Oh, da ist noch eine. Warum habe ich die denn vorhin nicht gesehen? Das ist ja... Na gut, wie dem auch sei. So, Noschbienen pflanzen. Zack. Ja, wir fangen einfach erstmal an zu bauen. Lassen die da mal machen. Genau ausmessen können wir das Ganze gleich noch. Macht dann hier jetzt unsere Wassertemperatur. Minus 0,1 Grad. Wow. Wir kommen der Sache also näher. Dann können wir uns auch mal in die Temperatur in unserer Kolonie anschauen. Und auch die wird
Ja, schon deutlich angenehmer. Teile des Wassers laufen hier. Also laufen wir hier mit rein, okay. Das ist ja völlig okay. Oh, wir haben hier ein paar Keime drin. Okay. Dann müssen wir hier die Zeit noch höher setzen. Das mal eben an, der hier ist es gerade. Müssen wir es so machen und so. Und dann können wir sehen, wie viele Keime da noch drin sind. Bevor der sich hier öffnet. Aber das ist doch gut. So, jetzt kann das Wasser rauslaufen. Ist alles schon raus. Ein Träumchen. Die andere Seite, ja, es wird ja auch gleich passen. Wir hatten ja vorher hier schon Zahlen mit 10, 20, 30.000 Keimen. Warum hier dann doch welche angekommen sind? Ja. Die Luft hier sieht aus. Uiui. Na gut, na gut. So. Den könnten wir dann mal ersetzen. So, Gewächshaus. Da darf 96 Felder groß sein. Was brauchen die? Wir brauchen auch Bleichstein, okay. Gehen wir ruhig von einem 4-Felder hohen. Ne, machen wir einen 3-Felder hohen Raum. Dann sind es 32. Also bis dort. Dann können wir das bis da verlängern. So bauen, dann müssten wir eigentlich überall rankommen und dann die dazwischen zu bauen. Joa, das Ganze können wir dann entstehen lassen. Gehen da die Einstellungen rüber. Den einen macht er nach wie vor nicht. Nehmen wir den letzten noch dazu und dann ist es gut. Ich dachte schon, ob jetzt wieder so ein blöder
Grappelfehl durchgegangen ist. Den Raum hier runterkühlen, das wird noch. Da können wir uns noch was Schönes für überlegen. Das mit dem verschmutzten Wasser vielleicht machen. Weil da dann wieder die Frage ist, ob wir es überhaupt kühl genug bekommen. Aber das wäre, glaube ich, schon mal ein Anfang. So, Boden ist fertig, dann können wir jetzt alle hier in Auftrag geben. Und wir können hier wieder... Salzwasser rauslassen. So, Wasser ist weg. Das reicht eigentlich schon an. An normalem Wasser. Und wenn wir das Ganze dann drei Felder hoch machen, würde das bedeuten, dass wir hier die Obergrenze vom Raum haben. Ja, lassen wir das mal bauen. So, hier sind wir ja auch noch nicht unbedingt so ganz viel weiter. Allerdings die Leiter verlängern, dann könnte man den Not da oben durch, wenn man da noch hin möchte, und können das hier dicht machen. Bevor wir das machen, bauen wir erstmal da die Ziegel rein. Da muss definitiv ein Tieraussetzer hin. Wir brauchen ja unbedingt einen Flaschenentleerer.
Hier alles raus. Und dann brauchen wir hier unten Türen. So, 1, 2, 3. An das Stromnetz können wir nicht ran. Da eigentlich auch nicht. Das sieht durchaus lustig aus, was die hier machen. Okay, so was. Wie müssen wir denn die Automatisierung hier aufbauen? Am besten mit einem Tiersensor, der all die Türen da unten dann steuert. Oh. Dornblütensamen. Wenn ich mich nicht sehr täusche, hatten wir noch keine. Ja, sehr cool. Gottchen, das dauert aber auch hier, bis sie durch die Türen durch sind. So, jetzt ist auch die letzte Tür fertig. Okay, sehr gut, dann werden die Türen jetzt alle nach und nach verschlossen. Dann kommt die jetzt noch ran. Ich habe nur das auch noch. Ein Feld weiter nach unten verlegen können. Das können wir immer noch. Dann ist es nämlich einfacher. Ja, dann können wir das hier alles noch wieder aufräumen. Hier können wir dicht machen. Und ab jetzt können wir hier anfangen, Rohöl zu liefern. Also theoretisch erst, wenn das hier fertig ist, was ja aber jetzt der Fall ist. So.
So, jetzt stellen wir das auf über 0. Wenn da jetzt ein Tier hier drin wäre, was wir ja mal simulieren könnten. Also der hier steht auf 6 und der hier auch auf 6. Und dann können wir diesen ja auf 5 stehen lassen. Und den Trikot lassen wir erstmal außen vor. Hatchling Hatch. Metall Hatch. Also alles, was dann an überzähligen Tieren hier drin ist. Solange es unter 1 ist, soll es geöffnet sein, und wenn es dann, wenn dann ein Tier da ist, dann schließen sich die Türen und dann werden die, genau. Wieso funktioniert das Ganze? Dann wird, also ist glaube ich klar, was passiert, ne? Mal angenommen, wir schalten das jetzt wieder um. Die Türen schließen sich und die Flüssigkeit, die hier drin ist, wird hochgedrückt. Okay, so, dann schauen wir uns die Geschichte hier nochmal an. Auch hier sollten wir vielleicht nochmal aufräumen, was hier so steht. Da fehlt die Düngung. Können wir auch später noch automatisieren. Kommt hier noch eine Tür rein. So. Ja, schön. Dann haben wir auch, glaube ich, eine ganze Menge geschafft. Nochmal eben durchgehen. Wie sieht es hier temperaturtechnisch aus? Ja, es ist schon grenzwertig, aber passt noch. Hier geht uns der Schleim wieder aus. Hier verbrauchen wir tatsächlich... zu wenig Wasser, aber warum? Ah, warte auf Filtermaterial, okay. Deshalb. Ich denke, ich habe auch einfach zu viele Bauaufträge, zu viele Aufräumaufträge und angestoßen. Dass das einfach problematisch ist. Diese Sachen alle zu beliefern. Die Düngung hier können wir natürlich auch automatisieren. Vielleicht nehmen wir das auch noch mal in Angriff. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Ne, Quatsch, nicht noch spielen. Das ist ja Letus. Und Letus war hier, ne? Genau, frittierter Pilz und Pilz. Pilz steht nicht auf dem Speiseplan. Entschuldigung, frittierter Pilz sollte auch nicht mehr draufstehen. Ja, wenn das Ganze dann gleich hier ordentlich läuft, dann... ist schönes, leckeres Essen. Ja, das hier läuft. Ich bin fast schon am Überlegen, ob wir hier nicht eine Leitung hinlegen fürs Rohöl. Dauert halt sonst ewig. Weil die Handpumpe steht hier oben.
da jemand runtergelaufen ist. Da vergeht sehr viel Zeit. Und hier haben wir ja die Leitung schon, ne? Soll's. Wir machen das einfach mal. Dann können wir nämlich den wieder zerlegen und ja, zum nächsten Video wird dann die Leitung oder im nächsten Video wird die Leitung fertig sein. Wir haben hier unser Teilgeschichte und dann werden wir unsere Fleischproduktion noch mal ein bisschen verbessern. Wir haben dann Barbecue, das wir nutzen können. Ja, und da müssen wir wirklich sehen, dass wir mal von den Mehlläusen wegkommen und vor allen Dingen Matschriegel haben wir eh schon rausgenommen, okay. Ja, das ist also das, was so ansteht. Da müssen wir dringend die Plastikproduktion erhöhen. Wir haben nur 2,8 Tonnen, gut, das ist viel zu wenig für das, was alles ansteht. Ja, es bleibt und ist viel zu tun. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugeschaut habt. Würde mich noch mehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Dürft mir gerne auch ein bisschen Feedback dalassen, Ideen, Vorschläge, Wünsche oder was auch immer. Und ja, dann macht's gut. Bis bald, euer Krillo.